Willkommen auf der Kirmes. Viel Spaß bei diesem nicht vorhandenen Spiel. Und willkommen bei der Krake. Ja, das ist die Krake, liebe Leute. Und das Ganze mal hier etwas schöner zu zeigen. Das habe ich jetzt einfach mal. Ne? Gehen wir einfach mit dem Wetter und machen mal Nacht. Wir können jetzt hier die verschiedenen Ansichten hochspulen. Und wir bleiben einfach mal bei der. Und hier haben jetzt halt viele Möglichkeiten. Ja, viele Möglichkeiten haben wir jetzt hier. Tja. Also ich habe mich mit dem Spiel schon befasst. Das ist jetzt nicht das Problem. Deswegen sage ich einfach mal, wir machen jetzt erstmal hier die ganzen Lichter ein, so wie sich das gehört. Weil wir wollen ja auch was sehen. Genau. Ja, das war nämlich schon mal dieses schöne ideale Blitzlicht. So, machen wir jetzt hier noch ein. Ja, genau. Hier noch alles schön ein und ja genau, das war Hauptgrund, zack. Genau, so sieht das doch schon alles ein bisschen entspannter aus. So, und dann würde ich mal meinen, schalten wir mal eine andere Perspektive zurück, wo wir uns zum Beispiel mal ein bisschen beobachten können. Na gut, wir können am besten von hier beobachten. Das Geilste, was ich rausgefunden habe. Ich drücke so die Tasten anfangs durch, ne? Und auf einmal komme ich auf die. Es hat schon zu Ja, jetzt geht's los. Wenn das ein netter Herr sagt, dann machen wir das auch mal. Jetzt geht's los. Machen wir mal hier nebenbei ein bisschen Nebel an. Aktivieren die Hauptvitrine. Und wir haben auch noch eine Hupe. Jetzt ist Schluss, es ist sich nach Hafen kriegen. Jetzt ist es so wie. Ab, das ist geil, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, hier mit Nebel, was noch? Es hat schon zu mir, was ist ja geschafft. Jetzt ist Schluss, es muss sich Attacken kriegen. Jetzt ist es so wie. Okidoki, jetzt sind wir euch bereit. Vorsicht, dann machen wir dann eine neue Reise. Jawohl, das ist übelst, was hier abgeht. Wir können auch in die verschiedenen Module, Kameramodule, warte mal. Irgendwo, ja hier, jetzt sind wir live dabei. Es ist einfach unglaublich, wie sich das da hin und her dreht hier. Machen wir eine Ansage. Jetzt ist Schluss, es muss sich Attacken kriegen. Jetzt ist es um es gibt sämtliche Spiele, Lichtmodifikationen, die wir hier durchschalten können. Alles ist möglich. Es hat schon zu mir, als es Jesus. Ja, jetzt geht's los. Los geht's jetzt hier. Jetzt haben wir mal einen anderen Blickwinkel. Und ich meine, so schlecht ist das ja gar nicht. Hier fehlt nur eine einzige Sache. Ich hab das. Ich hab den. Es hat schon zu mir. Wo ist die Musik? Das fehlt an diesem Spiel. Aber nun gut, das ist ja bloß die Krake. Es geht ja noch weiter. Das nächste Gefährt, das zeige ich euch jetzt. Bis gleich. Und willkommen zur nächsten Attraktion. Yeah. Das wäre nämlich das hier. Riesengroß. Riesengroß. Und wir versuchen das Becken. Ja, wir bleiben einfach mal in der Position. Das auch alles wunderbar funktioniert. Am Anfang haben wir hier die Option, wir haben alles ein, wir haben Menschen ein, weil Menschen werden ja eigentlich auch aktuelle Uhrzeit off. So, wunderbar, das so. Und jetzt haben wir hier bei denen haben wir jetzt die Möglichkeit, alles einzustellen per Tastatur, Quatsch, beziehungsweise per Maus. Das gefällt mir nämlich schon eindeutig besser. So, damit schalten wir einfach mal kurz in die F1-Einrichtung. So, und das könnt ihr hier sehen. Jetzt machen wir erstmal Lichter an, die haben wir schon gehört.
es noch an, genau. So, dann haben wir jetzt hier die Auswahl zum Gleitscan hier einschalten. Egal was wir hier einschalten, ist eigentlich relativ, sind alle so wie. Nun gut, Arm, Main und so weiter und so fort. Machen wir hier zu. Mal auf. So, bitte meine Damen und Herren, steigen Sie ein. Es wird heute echt langweilig. Vielen Dank, meine Damen und Herren, wir schließen. Auf die Dinger hier zu machen, und da kein Idiot auf die Idee kommt, da irgendwas zu machen. Und das heißt schon mal, ja, wir können es nicht in diese Vision einstellen, die wir sie gerne hätten. Wir fragen uns nicht, was das hier ist. Ah, so, das sind die Lichter, wie sie uns gut sagen. Und ja. Ah ja, genau, so geht das jetzt unten schön weg hier. Und dann würde ich mal sagen, let's go! Alles klar, schön zu, eure Reise, das ist ja auch hart. Wir schaffen mit Vorsicht an den Fahrern, jetzt geht's los. Jetzt ist Schluss, muss es sich attacken, Baby. Jetzt geht's um Juni. Jawohl. Wir können den Sprung publisch, den Kraft noch da ausmachen. Ich schnell mir das ganz schön ein, das war nämlich die Nebelfunktion. Und das Sprung publisch, wo ich direkt mal immer. Eigentlich. So, schauen wir mal an, das Licht ein, wie das ein bisschen so, und jetzt kommt der andere zu. Jetzt kommt der andere zu. Jetzt schalten wir den Arm in die unendlichen Höhen und seht ihr das, wie das sich bewegt. Alles klar, schön zu, reißen das ja auch hart. Wir schaffen mit Vorsicht an den Fahrern, jetzt geht's los. Jetzt ist Schluss, muss es sich attacken, Baby. Jetzt geht's um Juni. Das ist so nicht. So, ich habe mal die anderen Lichter ein, mit jemandem, die das sehen haben hier. Alles auf Maximum jetzt hier. Jetzt läuft alles auf Maximum. Aber ich so, jetzt drehen wir den ganzen Spaß mal zurück. Da würde ich jetzt nicht drin sitzen wollen, aber ich bin ja auch immer der Fahrzeugbegleiter dieser ganzen Staffel hier. Und ja, wenn das mal etwas weiter gehen soll, oder auch nicht. Wunderbar, seht ihr das, wie schön ist das? Dann kommt noch mit. Es geht auch in die unendliche Tiefe, naja gut. Und nun noch der letzte Schuss frisch. Okidoki, das sind wir euch bereit. Mit Vorsicht an der Bahn, wir landen eine neue Reise. Ja, eine gute Reise und wir sehen uns beim nächsten Gefährt. Und herzlich willkommen zum letzten Gefährt der X-Force. Checking Lizenz. Daune, jawohl. Ihr müsst das nicht checken, ich kaufe meine Spiele immer ganz legal. Ja, willkommen zur letzten Attraktion dieses 1A-Simulators. Und jetzt wird's geil, Leute. Ja, jetzt wird's richtig geil. Ich wollte erstmal was sagen. Ja, Hube. Ja, richtig geil. Auch wieder Kontrollpendel und alles. Hier ist eigentlich alles vertreten, was man unbedingt haben will. Ich habe eigentlich hier schon alles an. Der Nebel ist jetzt hier noch aus. Und ja, jetzt kommt es drauf an, was wir machen. Wir machen erstmal ganz weiches Licht. Weiches Licht machen wir. Wir machen die Bügel zu. Und sagen dann mal, let's go! Alles klar, schön zu, reißen das ja auch hart. Wir schaffen mit Vorsicht an den Fahrern, jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Mit Nebel, die Leute werden erstmal übelst eingenebelt hier und
Wechseln des Lichtes ein. Jetzt machen wir nochmal eine Strohrohr. Jetzt ist Schluss, ja, ein absoluter Horrorszenario für alle Nichtraucher, was ich hier gerade mache. Die werden eingenebelt, die Püten, da könnt schon gar nicht mehr atmen. So, und das Gegen soll weiter nach oben. Jetzt ist Schluss, es muss sich Attacke kriegen, jetzt Hysterie. Wir machen erstmal den Nebel aus, mit dem ich ganz sogar vergasen da drinnen. Und jawoll, und die Plattform geht noch ein Stück weiter hoch. Und sie geht noch ein Stück weiter hoch. Das muss doch kotzen. Es hat hier zum Reißes, ja, geschafft, mit Vorsicht, alle Fahrer, jetzt Jesus. Jetzt geht's los. Das geht schon die ganze Zeit los, du Klapsklon. Und die Plattform will noch etwas höher. Und nochmal. Jetzt ist Schluss, du suchst dich, Attacke, Baby. Jetzt hier von Juli. Mann, ist das geil. Jetzt fällt nur noch das schöne Lied hier, ja, Wahnsinn. Warum bringst du mich in die Hölle? Warte. Hölle. Übelst geil. Ja. Wisst ihr was? Weil mir gefällt der Typ. Und nochmal. Jetzt ist Schluss, du suchst dich, Attacke, Baby. Jetzt hier von Juli. Ja, und ihr seht, wir haben hier alles fast hochgefahren. Jetzt nehmen wir einfach mal das Ding zurück. Jetzt sollen die sich einfach mal in die andere Richtung drehen. Das dauert alles ein bisschen, so wuschi. Und ich müsste mal das mit den Nebel ausmachen. Die vergasen ja hier drin fast. Und jetzt geht das Ganze andersrum. Das ist eigentlich gar nicht zu fassen. Jetzt wird das Logo hier noch schön gespreadet. Und jetzt, scheiße, jetzt hab ich noch nicht angemacht. Ja. Nochmal. Absolut geil. Komm, noch ein Stück höher. Alles was hier geht, da müssen wir alles rausholen. Das ist das Höchste, was wir rausholen können. Alles klar. Bremse, jetzt ist keine Bremse mehr drin. Jetzt geht's hier richtig los. Es hat hier zum Reißes, ja, ta. Geschafft, dann will Vorsicht, alle Fahrer, jetzt Jesus. Jetzt geht's los. Jetzt ist Schluss, du suchst dich, Attacke, Baby. Jetzt hier von Juli. Mann, einfach nur absolut geil, was da abgeht, ey. Das ist einfach absolut geil. Und ich wollte noch sagen, wir machen einfach mal die Bügel auf. Ja, geht ja leider nicht, ne? Schade. Aber egal. Ich wollte noch sagen, Bremse ein. Und wir machen das Ganze aus. Und bringen die ganze Scheiße auf den Hund. Ja, Leute, das war der... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Wie nennen wir es mal? Wir nennen es einfach mal den Kürbissimulator 2012. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und mir auf jeden Fall. Eventuell etwas Kritik an die Entwickler. Es ist schon geil gemacht, ja. Also man hat seinen Spaß, ohne Scheiß, aber ein Element fehlt mir persönlich. Die Musik. Hier ist keine Atmosphäre irgendwie drin, ja. Das, wenn ihr mit dem Klima noch da überzeugen könntet, ja, mit da überall Zuschauer rundherum sehen, geile Mucke und alles so, dann wäre es richtig geil. Das fehlt halt. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein.